Guten Abend, Erfurt! Mecklenburg-Vorpommern grüßt Thüringen! Liebe Freunde, zu Anfang möchte ich meinem Parteifreund Björn Höcke ganz herzlich dafür danken, dass ich vor dieser wunderbaren Kulisse, ich habe sowas noch nie erlebt, ich habe noch nie vor so vielen Menschen gesprochen, dass ich hier heute da sein darf und dass ich mein Land Mecklenburg-Vorpommern hier heute vertreten darf. Herzlichen Dank, Björn. Liebe Freunde, Sie haben die frohe Kunde vernommen. Deutschland hat wieder eine echte Opposition. Nach Sachsen, Thüringen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Hamburg, Bremen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, nun auch in Berlin und in Mecklenburg-Vorpommern. In der demokratischen Hauptstadt Berlin 14,2%. Und das, liebe Freunde, obwohl alle gegen uns standen, die Parteien, die Gewerkschaften, selbst die Kirchen, die Medien und die Rechtsextremisten, die unsere Wahlkämpfer angegriffen und zusammengeschlagen haben. Sie hassen uns. Sie hassen uns, weil wir unsere Stimme für euch erheben. Ich habe es in Mecklenburg-Vorpommern selbst erlebt. Bei der Kundgebung zum Wahlkampfabschluss in Schwerin stand die FDP zusammen mit der Antifa vereint auf der Gegendemo. Diese FDP behauptet, dass in Deutschland kein Platz sei für eine Partei wie die AfD. Und das, liebe Freunde, sagt eine Partei, die regelmäßig die 5%-Hürde nicht erreicht. Die Menschen in unserem Land scheinen also ganz anderer Meinung zu sein. Widerstand! 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 Und wisst ihr, auch ich habe aktiven Wahlkampf gemacht und mit vielen Leuten gesprochen, unter anderem auch mit einer älteren Dame, die durchaus meine Großmutter hätte sein können. Sie sammelte Pfandflaschen aus dem Mülleimer. Sie meinte, Deutschland habe nur Geld für andere, nicht jedoch für diejenigen, die mit ihrer Hände Arbeit für dieses Land geschuftet haben. Das hat mich sehr berührt. So lassen unsere Politiker der Parteien, der Altparteien, unser Volk im Stich. Pfui! Und noch eine Episode aus dem Wahlkampf in Mecklenburg-Vorpommern. Die muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Unsere Landtagspräsidentin Silvia Brettschneider von der SPD setzte sich lieber zu einer nicht angemeldeten Zusammenrottung linksradikaler Störenfriede direkt neben unserem Wahlkampfstand auf dem Marktplatz in Neubrandenburg, auf dem diese linken Chaoten geschrieben haben: Deutschland, verrecke und nie wieder Deutschland. Und deswegen, liebe Freunde, sage ich zu diesen Politikern: Das ist unser Deutschland und wir lassen dieses Deutschland nicht verrecken. Wir werden weiterkämpfen, und zwar so lange, bis man die Begriffe Asylmissbrauch, bunte Gesellschaft und Terrorgefahren nur noch aus den Geschichtsbüchern kennt. Das wollen wir. Und das, glaube ich, will auch ein großer Teil unserer Bevölkerung, wie man an den Wahlergebnissen sehen kann. Und was war nach der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern los? Von braunen Landstrichen wurde geschrieben. Mehr als 160.000 Bürger haben in Mecklenburg-Vorpommern von ihrem Grundrecht Gebrauch gemacht und die AfD gewählt. Sie wurden vom Spiegel als Rassisten und Nazis beschimpft. Ja, sogar vom Ende des Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern wurde gewarnt. Lügenpresse! Lügenpresse! Lügenpresse!
Presse. Die Presse warnte vor dem Ende des Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern ob dieses Wahlergebnisses. Das Ergebnis war aber so, es wurden mehr Buchungen ausgelöst. Mehr Touristen kamen nach Mecklenburg-Vorpommern. Ich glaube, dieses Land hat kein AfD-Problem. Dieses Land hat ein Journalistenproblem. Und Sie kennen ihn alle, Herrn Maciek, Vorsitzender des Zentralrats der Muslime, verkündete lauthals, er habe kürzlich in Müritz Urlaub gemacht und werde das künftig nicht mehr tun. Liebe Freunde, ich habe da mal auf die Landkarte geguckt, es gibt gar keinen Ort, der Müritz heißt. Und wenn Herrn Maciek diese Ergebnisse nicht passen, dann bin ich ja mal gespannt, was er tut, wenn wir im nächsten Jahr in den Bundestag einziehen. Will er dann Deutschland verlassen? Wissen Sie, wir leben ja noch in einer freien Gesellschaft, in einer relativ freien Gesellschaft, wo jeder Urlaub machen kann, wo er gerne möchte. Und Alternativen gibt es ja offensichtlich, denn wie man hört, sind anerkannte Asylbewerber ja zwischenzeitlich auf Heimaturlaub in ihren Herkunftsländern. Offensichtlich wird man da gar nicht verfolgt. Und eins sage ich Ihnen, Mecklenburg-Vorpommern wird Urlaubsland bleiben. Urlaubsland für Großstädter, die die Nase voll haben von Multikulti und voll haben von Parallelgesellschaften. Denn sowas werden wir in Mecklenburg-Vorpommern nicht zulassen. Und ich kann Ihnen sagen, wir sind kürzlich in den Landtag eingezogen, ich kann Ihnen sagen, was wir tun werden. Ich werde mich persönlich dafür einsetzen, dass es einen Gesetzesentwurf zum Verbot der Vollverschleierung geben wird. Und dann kann unser Landesinnenminister Cafier, den Sie sicher auch alle kennen, der diese Forderung schamlos bei der AfD geklaut hat, der kann dann ja mal zeigen, ob er es damit tatsächlich ernst meint. Jawohl. Liebe Freunde, was genau wollen wir? Wir wollen ein Deutschland, das eine souveräne Nation ist und nicht von der Europäischen Union bevormundet wird. Und wir wollen, dass das deutsche Volk bleibt. Jawohl! Wir wollen unser kulturelles Erbe bewahren. So wie wir es in unseren Familien halten, so werden wir auch im Land unser ideelles und materielles Erbe sichern und mehren, um es eines Tages mit Stolz in die Hände der nächsten Generation unserer Kinder und Enkelkinder zu geben. Jawohl. Denn, liebe Freunde, ich glaube, da sind wir uns einig. Kinder und nicht Zuwanderung sind die Zukunft des deutschen Volkes. Jawohl. Und deshalb will die AfD auch eine wahre Volkspartei sein. Keine Partei für sonderbare Einzelinteressen und für Minderheiten, sondern eine Partei für Deutsche. Für solche, die deutsch bleiben wollen und auch für solche, die es sehr ernsthaft werden wollen. Ohne Multikulti-Wahn und ohne Fachkräfte, die erstmal lesen und schreiben lernen müssen. Wir wollen die Partei des gesunden Menschenverstandes sein, eine Partei quer durch alle Bevölkerungsschichten, die die Interessen deutscher Angestellter, deutscher Arbeiter,
deutscher Arbeitsloser und deutscher Selbstständiger die Interessen des deutschen Volkes vertritt. Und zwar so, wie es im Amtseid des Bundeskanzlers verankert ist. Und liebe Freunde, so stelle ich mir Deutschland vor. Deutschland ist ein schönes Land. Ich wünsche mir eine Zukunft, in der die vielfältige Natur, die Städte und Dörfer, die Kunst und die Kultur und unsere jahrhundertenalten Traditionen und Bräuche gepflegt werden. Eine Zukunft, in der wir unsere Identität bewahren. Eine Zukunft, in der die Bürger sicher leben können, ohne Angst haben müssen vor Einbrechern, Grabschern und Antänzern. Ich wünsche mir ein Land voller Optimismus, in dem junge Paare wieder sich ganz bewusst für mehrere Kinder entscheiden, ohne Angst davor haben zu müssen, dass sie irgendwann in der Armut landen. Und ich wünsche mir auch ein Land, in dem unsere Kinder in ihren Familien liebevoll großgezogen werden, bei Bedarf mit Unterstützung durch Kinderkrippen und Kindergärten, jedoch ohne Genderindoktrinierung schon für die Kleinsten. Und ich wünsche mir natürlich keine Scheinasylanten, die über die Grenze strömen und auf unsere Kosten und auf die Kosten unserer Kinder leben. Ich wünsche mir ein Deutschland mit gesicherten Grenzen, denn ohne Grenzkontrollen kommt wirklich jeder hier ungehindert hinein, ob es nun der harmlose Tourist aus Dänemark, ob es der Afrikaner auf seinem Fahrrad mit syrischem gefälschten Pass oder der IS-Terrorist im Laderaum eines Transporters ist. Das Ergebnis sind nämlich bürgerkriegsähnliche Zustände, wie wir sie jüngst in Bautzen gesehen haben, verursacht und ausgelöst von testosteronstrotzenden, alkoholisierten, kulturfremden jungen Männern mit einem überkommenen Welt- und Sozialbild. Wenn wir dem nicht den Riegel vorschieben, Freunde, dann ist Deutschland als Staat und Nation verloren. Bautzen ist überall! Bautzen ist überall! Und liebe Freunde, es ist nicht 5:05, es ist um 12. Liebe Freunde, das müssen wir uns immer bewusst machen. Wir haben keine Zeit mehr. Wir haben die einzige Möglichkeit, jetzt noch aus Deutschland wieder das zu machen, was es war. Und wenn Frau Merkel jetzt rhetorisch etwas zurückrudert, meint sie erneut, wir Deutschen seien stark genug, dies zu bewältigen? Diese Aussage ist nichts anderes als ein erneutes, unbelehrbares, wir schaffen das. Ich werde Ihnen mal sagen, was wir schaffen. Erstens, Grenzen dicht für Wirtschaftsflüchtlinge und Scheinasylanten. Das schaffen wir. Zweitens, Deutschland muss und wird das Land der Deutschen bleiben. Auch das schaffen wir. Und schließlich, Angela Merkel aus ihrem Kanzleramt verweisen. Liebe Freunde, zusammen schaffen wir das auch. Herzlichen Dank.